Mein Name ist Nelson Silva, ich bin Produktmanager und Ingenieur bei SüdExpress. Und wird uns noch ein neues Modell in der Euro-Dual-Familie erwarten? Ganz bestimmt. Dieses Jahr noch, hoffentlich haben wir Euro 6000 in Anhol. Das ist hauptsächlich für den spanischen Markt und auch Frankreich und Luxemburg. Und dann nächstes Jahr, hoffentlich, wenn auch alles prima läuft, werden wir den neuen Hit, hoffentlich den neuen Hit haben, die Euro 9000. Die rein elektrische, nicht rein elektrische, aber fast Hybrid-Lok, Multisystem-Lok, die jetzt in Wirklichkeit durch das deutsche und niederländische Netz fährt. Und ja, das wird der nächste Schlager sein. Werden noch neue Lackierungen kommen bei der Euro Dual? Ganz viele Lackierungen werden noch kommen. H0 und dann auch in anderen Spuren weiter. Dieses Jahr hoffen wir noch, dass wir zumindest die B-Cargo kommt, WE-Lok, MEG, HLG, Starkenberger Gruppe, EcoRail und auch die Green Cargo von Norwegen. Und das sind die Versionen, die wir, ich habe noch vergessen, die Captrain in dieser schönen eco-friendly Folierung. Die kommt auch noch. Bin ich nicht sicher, ob alle auf einmal zusammenkommen, aber ganz bestimmt mit zwischen, vielleicht 1 oder 2 Monaten Zwischentime und dann kommen sie auf den Markt. Aber in der näheren Zukunft sind diese Versionen, die jetzt bei uns zur Verfügung stellen. Was macht die Euro Dual für Modellbahner so interessant? Die Euro Dual ist sehr beliebt zwischen den Modellbahnern, weil an unserer Ansicht ist, weil sie formschön ist, hat sehr schöne Lackierungen. Die IVOs haben sehr viel investiert in Lackierungen, an Designer beantragt und so weiter und so fort. Aber hauptsächlich ist, dass die Lok eine Hybrid-Lok ist, eine Dual-Mode-Lok ist. Diese Lok kann zwei Welten auf einmal befriedigen. Die E-Lok-Liebhaber, die seine Anlage mit Überleitung ausgestattet haben, und auch die Modellbahner, die eine Anlage mehr an Dieselantrieb angewendet sind. Diese Lok kann beides fahren. Und es ist nicht falsch, eine E-Lok zu haben auf einer Dieselstrecke, weil das ist eine Hybrid-Lok und perfekt. Wie in der Realität auch. Thomas, was ist denn mit Spur N oder RTT, der da noch jetzt nahe was kommt? Spur N. Wir wollten, dass es bis Weihnachten noch klappt. Wir sehen, ja, es gab eine Verspätung in der Produktion. Es wird sehr schwierig sein, vielleicht unmöglich sein, das bis Weihnachten zu kriegen. Unser bestes Termin ist jetzt vielleicht Januar 2024, die Produktion zu bekommen, die ersten Loks, die angekündigt wurden. TT, das dauert noch ein bisschen lange. Wir sind noch in der Entwicklungsphase vom Projekt. Wir hoffen, dass Ende nächstes Jahres schon etwas zum Vorstellen dasteht. Handmuster, schon die ersten Serienproduktionsmodelle zur Ausstellung. Nicht nur schöne Bilder am Katalog, aber wir arbeiten dran an TT. N ist schon ein bisschen näher dran, fast fertig zur Auslieferung. TT ist dann noch ein Jahr verspätet, zumindest. Ist etwas in den klassischen Epochen, wie zum Beispiel auch Epoche 3 geplant bei euch? Oder bei uns für den deutschen Markt haben wir schon ein paar Jahre her bei unserem Katalog angekündigt den Krauss Maffei ML440 und ML500 Rangier-Diesel-Lok angekündigt. Die ist hauptsächlich in Industrie, Privatindustrie und Werke sehr beliebt. Deutsche Bahn hatte auch 2 Exemplare für 1, 2, 3 Jahre in Betrieb. Dieses Projekt war in Pause bis jetzt, weil wir haben uns vom Herzen an der Euro-Dual-Familie, Euro 9000, Euro 6000, uns sehr viel beschäftigt. Und jetzt, weil die Sachen ein bisschen mehr ruhig sind, werden wir dieses Projekt fortsetzen. Ich kann nicht genaue Daten jetzt ankündigen, aber ich kann sagen, dass dieses Projekt nicht vergessen ist und dass wir daran weiterarbeiten und in der Zukunft auch Neuigkeiten veröffentlichen. Von euch kommt noch neues Wagenmaterial. Was habt ihr da vor? Zuerst H0.
Wir werden neuere Wagen von den Gigawood haben, die InnoFreight. Neuere Lackierung. Die pinke Version ist die am meisten begehrte Version, weil die Farbe komplett anders ist als die gelben und die grünen, die wir im letztes Jahr zum Markt bekommen haben, produziert haben. Aber wir werden auch dieses Jahr noch diese Kesselwagen haben von MAD. Ja. Diese schönen Kesselwagen mit den Tiermotiven. Das sind Dreiersets. Wir werden einen kompletten Ganzzug haben mit allen realen Tiermotiven in A0 haben. Das wird für A0 zuerst sein. Und dann in der Zukunft werden wir auch das in N, haben wir Pläne auch in N, die Gigawood-Wagen und die Kesselwagen auch zu haben. Und TT, werden wir mal sehen, wie das läuft. Aber unser Plan ist, diese beiden, die Gigawood-Wagen und auch die Kesselwagen, in allen drei Spuren anzubieten. Zuerst A0, dann N und TT. Dann habt ihr noch Containerwagen mit Holzaufsatz. Was habt ihr da geplant? InnoFreight hat uns eingeladen, um diese Wagen in A0 zu produzieren. Der Fakt ist, diese Wagen sind noch in der Wirklichkeit noch in Produktion. Die IVUs kaufen diese Wagen zurzeit jetzt. Wir sind noch nicht sicher, welche IVUs diese Wagen haben, aber wir müssen ein bisschen abwarten, bis diese Wagen zu den IVUs kommen und sie im täglichen Betrieb eingesetzt werden, weil die Farben, die Logos, das alles wissen wir noch nicht. Aber diese Wagen sind ein bisschen anders von den Gigawood-Wagen, weil sie mehr modular sind. Man kann Schnittholz, Rohholz nehmen. Es gibt Container, die auf diese Wagen aufgesetzt werden. Viele verschiedene Möglichkeiten. Aber der Wagen ist, die Basis ist dieselbe, aber die Rungen, die Container, die Ladegüter sind komplett anders. Die Wagen sehen ähnlich aus, aber das werden fast komplett neue Wagen sein. Müssen wir abwarten, zu sehen, was in der Wirklichkeit passiert, dass wir diese Wagen zusammen mit InnoFreight dieses Projekt zum Leben auch in A0 schaffen. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Da müssen wir abwarten, mal sehen, was ist in der Wirklichkeit passiert und dann was auf A0 und anderen Spuren zu übersetzen. Okay, dann gibt es noch Kesselwagen mit Zementaufsätzen, also beziehungsweise Containerwagen. Genau, InnoFreight hat auch einen neuen Container, der auch Zement transportiert. Diese Container werden wir auch anbieten, als separaten Ladegut und auch als kompletter Wagen mit diesen Containern auf. Außer den InnoFreight-Wagen, was kommt denn da noch alles auf uns zu? Nächstes Jahr, hoffentlich, haben wir auch die neuen Vascosa-Wagen aus dem Dreier-Set in H0. Das werden ja zwei verschiedene Sets zumindest. Und dann haben wir verschiedene Betriebsnummern, aber farbgeblich sind sie alle blau und orange. Und hoffentlich nächstes Jahr haben wir diese Wagen auch zur Verfügung. Wir hoffen, dass unsere Loks viel Spaß an unseren Kunden machen und in der Zukunft mit mehreren Produkten von uns auch rechnen können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.